willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute gibt es mal wieder so einen kleinen Einblick in meine Schwangerschaft. Ich bin jetzt Tag 126, bin jetzt sozusagen in die 19. Schwangerschaftswoche gekommen, also 18 plus 0, genau heute. Musste ich erstmal selber nachgucken. Also 4,5 Monate, also noch eine Woche, dann habe ich die Halbzeit. Total krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich werde mich jetzt erstmal fertig machen. Ich habe nämlich heute mein Leo-Kleid angezogen. Und ja, wollte euch mal meine neue Tagespflege zeigen. Und zwar ist das von Essano eine Tagespflegereihe, kann man das so sagen. Die habe ich mir bei TK Maxx gekauft, weil ich auf der Suche nach einem Gesichtsöl war, was 100% natürlich ist und wo eben auch Vitamin E zugesetzt wurde. Und das sieht so aus. Rosehip, also das ist Hagebutte Beauty Oil. Und ist von Essentials. Gibt es auch bei Amazon, habe ich nämlich mit meiner Freundin nachgeschaut. Das ist nicht schlecht. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Dazu habe ich dann noch eine Augencreme gekauft, auch mit Vitamin A und E. Also wie gesagt, gibt es aktuell bei TK Maxx. Ich weiß nicht, ob das in jedem Store dann erhältlich ist. Und dazu eine Clay Mask. Aber diese Maske, die habe ich mir aufgetragen und es hat total gebrannt. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt an der Maske lag oder an den Tagen. Oder... ich kann es euch wirklich nicht sagen. Also ich muss auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Vielleicht bin ich auch dagegen allergisch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es in letzter Zeit so gewesen. Jetzt ist es glücklicherweise nicht mehr so. Deswegen denke ich nicht, dass es an den Produkten liegt. Ich hatte bestimmt 3 Tage lang extremes Hautjucken. Also dass ich mich überall kratzen musste und ständig genießt habe. Zeige ich euch mal, wie ich mir das auftrage. Ich weiß, die Lichtverhältnisse sind jetzt ja wahrscheinlich nicht so bombastisch. Aber... ah, es macht es natürlich jetzt ein bisschen schlecht. Es läuft ja dann auch immer meistens runter. Am frühen Morgen nehme ich da auch nicht so viel. Ich nehme das dann eher abends, damit das dann schön einziehen kann. Und es macht jetzt keinen öligen Extrem, also für mich jetzt nicht öligen Film. Ich gebe mir da ja noch meistens Make-up drüber. Und dann nehme ich einfach nur noch die Augencreme. Sowas habe ich, glaube ich, vor Jahren das letzte Mal gehabt. Aber es ist auf jeden Fall recht angenehm, weil es leicht kühlend ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Das wird man ja dann im Alter sehen. Schaden kann es sicherlich nicht, wenn es nur natürliche Inhaltsstoffe hat. So, ich werde mich jetzt mal schnell schminken und ja, dann sehen wir uns danach nochmal. Jetzt trage ich noch eine Lippenpflege auf. Die ist von Sebamed mit Lichtschutzfaktor 30. Ich bin jetzt fertig und jetzt werde ich mal einen DM-Haul drehen. Ich habe nämlich bei DM das allererste Mal online bestellt. Einfach aus dem Grund, weil ich schwanger bin und da darf ich ja nicht so schwer heben. Und ich brauchte so viele Produkte, die einfach schwer sind, dass ich dachte, ich bestelle das jetzt einfach mal. Und da war ich auch nicht da, als der Postbote geklingelt hat. Das heißt, das Paket wurde woanders abgegeben und ich konnte es natürlich dann auch nicht tragen. Also musste das mein Freund dann hochtragen. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, aber der hat in letzter Zeit so viel zu tun, dass der meistens immer erst sehr spät abends nach Hause kommt. Und jetzt hat er mir das hochgetragen und jetzt werde ich das versuchen, in das Kinderzimmer zu schleppen. So, hier ist das gute Stück. Küche muss ich nachher auch noch aufräumen. Die Hosen habe ich für Elias bestellt. Die sind von H&M, aber die sind ihm oben zu groß. Er braucht halt diese Länge, 128. Aber die sind alle oben zu groß. Gestern haben wir ihn mal gemessen. Da war er 1,26. Er ist jetzt 5 Jahre. Wird jetzt im Juni in Juni 6. Und ja, ist in dem letzten Halbjahr 4 cm gewachsen. Die Schuhe habe ich ihm ja noch bestellt. Auch in der Größe 32. Mal sehen, ob die ihm passen. Die haben, glaube ich, 12 oder 13 Euro gekostet. Die sind jetzt natürlich nichts für den Kindergarten, weil die einfach aus Stoff bestehen. Das ist also das Paket. Sieht erstmal gar nicht so groß aus. Ich werde jetzt versuchen, das auf den Stuhl zu heben und dann irgendwie in das Kinderzimmer zu schleppen. Tja. Ob das auch einfach geht. Also so schwer war das jetzt auch nicht. Ich hätte gedacht, das ist echt schwer. Ich werde jetzt erstmal den DM-Haul drehen und dann melde ich mich danach nochmal und zeige euch meinen Babybauch und erzähle ein bisschen was. Und dann gibt es heute sogar noch eine riesige Überraschung. Das wird also ein aufregender Tag, nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder. Ich freue mich schon, ich erzähle euch das auf jeden Fall noch. So, ich bin jetzt fertig mit meinem DM-Haul. Ich habe ja die Kiste bestellt und da waren richtig coole Sachen dabei. Also falls ihr Lust habt, der DM-Haul wird sicherlich Montag oder so online gehen, denke ich mal. Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau ich das mache. Auf jeden Fall schaut da auf jeden Fall mal rein. Auf jeden Fall schaut da auf jeden Fall mal rein.
Da gibt es, nein, aber es sind schon sehr coole Produkte dabei. Sieht das Ganze aus? Ich habe jetzt hier noch vorhin eine Softbox aufgestellt, einfach aus dem Grund, weil von der Seite so viel Licht einfällt, dass ich von der anderen Seite total dunkel war. Deswegen habe ich das jetzt so platziert. Ja, und so sieht das Endergebnis aus. Also Softbox nehme ich eigentlich ganz selten noch. Und ja, hier stehen überall die Produkte rum. Die muss ich jetzt erstmal alle wegräumen. Ja, ich wollte euch nochmal meinen Bauch zeigen. Ich glaube, hier sieht man das ganz gut. Obwohl ich immer finde, in der Kamera sieht das immer so anders aus. Der ist schon super gewachsen, aber erst in den letzten 3 Tagen. Ich weiß noch, dass ich zu meiner Kollegin gesagt habe, boah, sieht doch gar nicht aus wie fast Halbzeit. Also für meine Verhältnisse. Bei mir ist es nämlich immer so, dass ich einen Riesenbauch kriege. Bei beiden Kindern war das so. Also der wird gefühlt so groß. Ich stelle euch jetzt einfach mal hier hin. Übrigens habe ich einen sehr wunderschönen Look an. Mit meinen schönen Schuhen fehlen nur noch Dauerwelle und Zigarette. Das wäre dann optimal. Auf jeden Fall ist das mein aktueller Bauch. 19. Schwangerschaftswoche. Ja, schon relativ groß, finde ich. Der war vor ein paar Tagen, wie gesagt, noch etwas kleiner. Aber in dem Teil sieht es gar nicht so überdimensional riesig aus. In dem anderen Kleid sah es wirklich sehr groß aus. Aber ich muss sagen, dass er oben sehr hart ist. Also als würde sich die Gebärmutter so ein bisschen, dass eine Wanze sich gerade so ein bisschen nach oben schieben bzw. wachsen. Und unten ist es noch so weich, relativ weich, kann ich sagen. Also der ist wirklich, ich habe wirklich zurzeit einen sehr harten Bauch hier oben. Und unten ist es eben noch relativ weich. Und man sagt ja auch, wenn man schon öfters mal schwanger war, dass man da Kindsbewegungen merkt. Die habe ich jetzt so an sich noch nicht wahrgenommen. Also das finde ich schon relativ spät. Also klar, ich habe so, wie soll ich das sagen, also so dieses Hin- und Herschieben, aber dieses Flatterige oder wie man das immer so beschreibt, das hatte ich noch nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann das nicht so richtig sagen. Ich werde es auf jeden Fall, wenn ich es merke, definitiv auf der Kamera festhalten. Aber aktuell ist es jetzt so, dass ich noch nicht so das Gefühl habe. Ich kann mich dann natürlich auch täuschen, aber da ich ja weiß ungefähr, wie sich das anfühlt, glaube ich nicht, dass es bis jetzt so weit war. Sehe ich gerade, was Elias hier Schönes ausgemalt hat. Das ist ja so ein Bild, wo man die Zahlenfolge praktisch mit dem Stift nachziehen muss. Er hat das einfach dann so weit ausgemalt. Er liebt zurzeit dieses Malbuch. Das hat er von Oma bekommen. Und da hat er letztens schon was ausgemalt, auch so ein Tiger. Und diesen Schuh hier hat er auch gepuzzelt. Da kann man auch Stifte reinstellen. So, diese Fläche, die muss ich jetzt nämlich leer räumen. Da kommt nämlich heute Abend etwas ganz Besonderes hin. Ich werde das jetzt erstmal hier reinräumen. Diese Fläche, die räume ich nämlich leer, weil die Kinder heute Abend ein kleines Aquarium bekommen. Das hat, glaube ich, so 40 Liter, also ist wirklich relativ klein. Ich war erst am Anfang dagegen, weil ich gesagt habe, es sind halt Haustiere, es sind Fische. Und da gab es halt so mehrere Aspekte, die für mich dagegen gesprochen haben. Aber mein Freund hat gemeint, er hatte das wohl auch, als er so klein war. Und er fand das immer total entspannend und beruhigend und das ist halt auch noch so eine kleine Lichtquelle. Also 14 Stunden am Tag soll das Aquarium eben Licht bekommen und da setzt man natürlich dann eine Zeitschaltuhr ein, sodass es vielleicht 22 Uhr ausgeht und dann 5 Uhr morgens wieder angeht. Ich hatte ja selber, als ich 12 war, bis ich glaube ich, also über mehrere Jahre, hatte ich auf jeden Fall auch ein Aquarium, worum ich mich aber selber gekümmert habe und auch selber belesen habe. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Ahnung, also das, was ich jetzt noch so oder was noch hängen geblieben ist. Deswegen habe ich auch gesagt, ich finde es halt ein bisschen riskant, das jetzt schon zu machen, weil es halt doch Lebewesen sind. Wir haben uns jetzt doch dafür entschieden. Ich bin schon ganz gespannt. Ich werde jetzt nachher mal zur Zoohandlung gehen und dort schon mal den Kies holen, sodass, wenn mein Freund nachher das Aquarium mitbringt, das hat er nämlich von einem Arbeitskollegen abgekauft. Und alles dabei, also Lichtpumpe, die Heizung kaufen wir dann morgen wahrscheinlich noch und die Fische. Und ich wollte jetzt noch den Kies kaufen, damit ich schon mal nachher den Kies reinmachen kann mit den Kindern, damit er sich absetzt und ja, das Wasser schon mal ein bisschen gefiltert wird. Normalerweise ist es ja so, dass man erst so ein, wie soll ich das sagen, damit die Fische dort reinkommen, muss man schon ein paar Tage eigentlich warten. Ich will mal gucken, ob es dort
Bakterien gibt, also solche Bakterienkulturen, die ich da auch schon mal reintun kann, dass sich das schon mal ein bisschen reguliert, sodass wir morgen dann die Pflanzen hineinsetzen und dann auch die Fische. Bin schon sehr gespannt. Ich nehme euch auf jeden Fall da mit. Schaut euch mal an, so sieht es aus. Ich finde die App ja so toll. Man hört sogar schon die Herztöne. 15,3 cm. Es ist jetzt schon groß und wiegt 240 Gramm. Süß, oder? Die hatte ich bei Felix auch, aber da gab es diese Funktion noch nicht. Und da gibt es dann halt auch so Informationen, Gesichtszüge. Und nächste Woche habe ich sogar wieder einen Frauenarzttermin. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie sich das kleine Mäuschen entwickelt hat und freue mich natürlich sehr. Also ich finde es ja auch immer so schön, schwanger zu sein. Also ich genieße das richtig. Natürlich zum Ende hin und im Sommer ist es sehr anstrengend, da ich ja auch weiß, dass ich meistens extreme Wassereinlagerungen habe. So wie bei Elias. Bei Felix war es nicht so krass, aber dadurch, dass es jetzt wieder im Hochsommer ist, wird es wahrscheinlich auch wieder so werden. Und ich auch relativ viel zunehme immer. Och, guckt euch doch mal ein Mädchen an. Ich habe ihr nämlich ein neues Körbchen gekauft und sie liebt das. Ich brauche jetzt noch eins für das Wohnzimmer, weil ich das jetzt hier in die Küche gestellt habe. Und das sieht so süß aus. Sie schläft gerade. Och, ist das süß. Könnte knutzen und knuddeln. Ich werde jetzt mal in die Zoohandlung gehen, nehme mein schönes Körbchen mit, wie eine Hausfrau. Und danach noch schnell zu Rossmann. Zeige euch dann, was ich dort gekauft habe. Ich will nämlich vorsorgen, bevor Ostern ist. Dann gibt es nämlich die ganzen Süßigkeiten nicht mehr. Und deswegen wollte ich die jetzt schon kaufen. Und ein bisschen Kaffee brauche ich noch. Oh, es war sehr ungünstig. So, es ist super schönes Wetter und es ist extrem warm. Ich war jetzt schon in der Zoohandlung filmen, konnte ich da jetzt natürlich nicht. Es war ja nur so eine kleine Dorfhandlung, aber total niedlich. Ich habe mich schon ein bisschen informiert und habe jetzt schon Kies dabei. Also einmal groben Kies und einmal feineren Kies. Und ein Thermometer und noch so ein Wasserwandler. Und morgen mache ich dann noch einen Wasseraufbereiter rein, sodass ich dann auch gleich die Fische reinmachen kann. Und jetzt, oh, ich bin völlig aus der Puste, weil es so schwer ist, gehe ich noch schnell zu Rossmann und dann gehe ich wieder nach Hause und zeige ich euch das. So, ich bin wieder zu Hause, ich bin völlig aus der Puste. Ich habe jetzt diesen riesigen, schweren Einkaufskorb geschleppt, was man eigentlich nicht machen soll in der Schwangerschaft, aber es geht meistens nicht anders. Ging schon bei Felix damals nicht immer, dass man da jemanden hatte, der einem geholfen hat. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, die Sachen, die ich gekauft habe. Ganz normal Kaffee. Dann habe ich Blätterkrokant mitgenommen. Ich liebe Blätterkrokant. Dann habe ich einmal Trolli saure Glühwürmchen mitgenommen. Ich liebe die total. Ich habe die wahrscheinlich für mich mitgenommen. Ich weiß es noch nicht. So, dann einmal Haribo Goldbeeren für meine Kinder. Also für Ostern ist das jetzt, also nicht zwischendurch. Dann einmal das hier, grün draußen. Ich habe mir überlegt, dass jedes Kind eine Farbe bekommt und demnach dann so die Süßigkeiten suchen soll. Also einmal Kinder-Mini-Mix und dann einmal in Gelb, auch so ein Haus. Dazu dann jeweils diese Eier, die meinte ich nämlich, die sind nämlich dann meistens immer vergriffen. Kinder-Überraschungsei Maxi, da ist dann halt noch ein kleines Spielzeug drin. Und Gelb zu Gelb. Und dann habe ich das Ganze noch in Grün gekauft. Das muss ich natürlich jetzt gut verstecken. Und wer kennt Löffeleier? Die hat mir damals meine Mama schon mitgebracht. Die habe ich jetzt mal mitgenommen mit Oreo. Mal sehen, wie die schmecken. Ich nehme sonst immer die Milchcreme, aber die gab es dort nicht. Und dann einmal Milka. Bonbons, Konfetti finde ich auch total lecker. Da ist in oder sind in solche Knusperperlen drin. Dann, was immer geht, sind diese Eier, die gibt es ja auch zu Weihnachten, bloß natürlich nicht als Eier. Ja, das habe ich einmal mitgenommen. Dann noch eine Capri-Sonne, die habe ich eben schon getrunken. Und einmal Jamaika-Rum-Eier, nicht für mich, sondern vielleicht für ja, Freunde oder für meinen Freund, je nachdem. Noch einmal das hier, 5 Eierfarben und 5 Färbebecher. Ich wollte jetzt nicht so was Ausgefallenes nehmen, weil das ja meistens dann doch an der Mama hängen bleibt. Also wenn man jetzt da noch extra was drauf malen muss. Ich dachte mir, das reicht erstmal. Und das andere habe ich ja auch noch, dieses Shake It. Und dann noch einen Brotaufstrich. Senf Rucola habe ich auch noch nicht gehabt. Bin ich gespannt, wie das schmeckt. Und schlussendlich habe ich noch 2 Puzzle mitgenommen. Die sollen eigentlich beide für Felix sein. Stimmt nicht. 1 für Felix, 1 für Elias. Zootiere zählen. Das ist für Felix. Der puzzelt nämlich sehr gerne. Ich denke schon, dass er das mit Hilfe auf jeden Fall hinkriegen wird. Und da er auch schon zählen kann, finde ich das ganz niedlich, dass er dann sagen kann, 1 Elefant, 2 Giraffen und so. Also das hat auch nur 1,99 € gekostet. Und das habe ich für Elias mitgenommen.
Also das ist ja praktisch, man sieht es ja, Englisch sieht man immer die Bilder, was es darstellt, und darunter steht dann halt das englische Wort, ihr seht es ja. Und in der Zoohandlung habe ich jetzt einmal, wie gesagt, groben Kies mitgenommen und feineren Kies. Er hat gemeint, ich soll den feineren Kies unten reinmachen und den groberen oben, aber natürlich muss ich das nochmal durchspülen. Und dann ein Thermometer habe ich noch mitgenommen. Je nachdem, was wir für Fische reinsetzen, bräuchten wir wahrscheinlich auch gar keine Heizung. Und das Teuerste an dem Ganzen war dieser Wasserwandler für Süßwasser-Aquarien. Der hat, glaube ich, 10 Euro gekostet. Und somit kann ich das also heute Abend dann auch machen. Jetzt gibt es noch Mittag. Ich habe von gestern noch Bohnensuppe gemacht. Die habe ich selber gemacht mit Rindfleisch diesmal, zuliebe meines Freundes. Das werde ich jetzt auch mitessen, aber sonst esse ich kein Fleisch. Nur wirklich ganz selten. Und eine Schnitte. Danach werde ich mir noch einen Bananenshake machen in meinem Thermomix. Einfach mit Mandelmilch und Bananen und ein paar Nüssen. Und ich würde sagen, ich beende jetzt den Vlog an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Denn ich werde euch heute und morgen mitnehmen, wenn wir das Aquarium einrichten. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.